das hier ist wahrscheinlich die teuerste Axt der Welt. Naja, zumindest meine teuerste Axt der Welt. Und zwar, das hier ist die Spyderco-Axt. Ja. Spyderco, made in the United States of America. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann und ob es das Geld wert ist, bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß nicht, ob es die teuerste Axt der Welt ist, aber meine teuerste auf jeden Fall. Das Teil ist von Spyderco. Kunststoff, relativ leicht, Tomahawk-Prinzip, das bedeutet, der Axtkopf oder der Tomahawk-Kopf wird nach oben hin dicker. Und eigentlich kann dir das Teil nicht davonfliegen. Hier unten sind in diesen Kunststoff solche Nuppel eingebaut, damit dir wahrscheinlich der Axtkopf auch nicht nach unten. Ja, ich habe jetzt gemerkt, allein das Draufklopfen bewegt sich das Ganze ein bisschen nach unten, damit er nicht ganz einfach über die Finger fährt. Ja, mag so sein. Hier ist ein kleines Loch. Ich weiß nicht, ob man das da vielleicht mit aufhängen kann oder ob sie gesagt haben, Design, damit es schön ausschaut oder weiß nicht. Vielleicht geht es auch darum, Gewicht zu sparen. Ich habe keine Ahnung. Hier hinten einen Hammer. Das Ganze steht eh drauf. Genzow Design. Schöner Hammer, den habe ich schon ein paar Mal brauchen können. Also alles cool, ja, das bewegt sich wirklich tatsächlich hin und her. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Abstand zwischen dem Hubbel und dem Axtkopf, nachdem ich ihn jetzt benutzt habe. Wenn ich aber jetzt so mache, ja genau, dann geht es wieder runter. Naja, soll so sein. Hier hinten ist mir nicht ganz klar, was das hier ist, warum hier so eine Ausnehmung ist. Auch insgesamt der Axtkopf hier mit einem Swatch ausgeführt, dann da angeschliffen und hier unten auch wieder ein Swatch, aber nicht angeschliffen. Also das schaut so aus, aber das ist... ja, nicht angeschliffen. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. So, jetzt wollen wir damit arbeiten. Gut, legen wir los. Eine Sache vielleicht noch. Das hier ist die Gürtelscheide, die ist aus Leder. Und ich weiß, dass mich manche Leute nicht leiden können, weil sie sagen, du hast immer irgendwas zum Aussetzen. Naja, die Scheide ist super, die ist großartig verarbeitet. Nur, das ist auch überhaupt kein Problem mit Gürtel. Alles super, echt cool. Zwei Löcher, dass man es irgendwie umhängen kann. Also du könntest das umhängen, indem du einen Riemen drüber gibst. Das ist wirklich schön gemacht und das ist bei dem Preis auch klar. Ich bin halt nur, ich sag halt nur, ich habe auf der einen Seite hier das volle Kunststoffteil und dann hier diese Lederscheide mit dazu. Das ist für mich irgendwie, ja, es ist eh schön. Wie gesagt, es ist wurscht. Es ist nichts vom Tun, sondern es ist einfach nur, ja, von, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Wurscht! Let's work! Möchtest kaputt machen? Gar nichts.
da ist da zum Beispiel ein voller Ast eingewachsen. Und da werden wir sehen, wie sich dann, also reinbeißen tut das Ding super. Und das stört, kriegst du wahrscheinlich mit normalen Mitteln auch nicht, ja? Gar nichts. Einmal noch. Einmal wollen wir es noch wissen. Nein, da gibt das Holz nach vorher. So soll es auch sein, ne? Also ich habe jetzt nicht die Sorge, dass der Achskopf bricht, sondern dass dieser Kunststoffteil da das nicht mitmacht. Na. Alles ganz geblieben. Komplett grad. Schau. Gar nichts. Dreckig. Dreckig und abkratzen tut's. Das sehe ich da schon. Also man sieht hier überall, wo du ins Holz reinfährst, sozusagen mit diesem Kunststoffteil, da hast du einen Kratzer. Also es sieht leicht verbraucht aus, aber das kriegt Charakter. So kriegt das Ding Charakter. Schaut nicht aus. Ja, das war jetzt mal der erste Test. Ich meine, ich bin hier auf Aldolabadé im Buschkraftareal. Ich darf das hier als Privatgrund. Also bitte, wenn du keinen Privatwald zur Verfügung hast, dann musst du natürlich fragen, kannst du irgendeinen lebendigen Baum umhaken. Der hier ist ja auch Teil meines Projekts. Ist ein unterstandiger Baum, wie man so schön sagt. Der wird sowieso rausgeschnitten werden. Aber jetzt zum Beil selbst zurückzukommen. Ich bin positiv überrascht. Ich meine, der Preis ist einfach, bist du wahnsinnig, ja. Das ist halt das Problem dabei. Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link zum Generalimporteur, die Teile direkt aus den USA holen. Schau da ganz einfach vorbei, wenn dich das interessiert. Es ist halt so. Ich überlege zu diesem Teil hier, das ich mir selbst gekauft habe übrigens, einen wirklichen Demolition-Test zu machen. Wäre das interessant, dass man es einmal wirklich versucht, in Stahl reinzutreiben oder in Stein und einfach einmal schaut, ob das Material, weil es ist halt schon alles recht einfach ausgearbeitet, also jetzt nicht einfach von billig, das meine ich wohl überhaupt nicht, das ist sehr hochwertig alles, aber ob es das wirklich aushält, wenn da Interesse da ist, schreib mir gerne einen Kommentar, dann kann ich das machen, weil ich spiele mit dem Gedanken. Und das andere ist Spaltwirkung, das ist halt typisch Tomahawk, du musst halt relativ weit reinkommen in das Holz, wenn du das aber dann schaffst, dann hast du dementsprechende Keilwirkung. Das habe Rinaldi Axt zum Beispiel, habe ich auch schon einmal ein Video gemacht hier am Kanal, da ist das genauso. Was mir nicht ganz klar ist, ist, warum es eben diese Swatches hier gibt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich bei einem Beil, Axt, Tomahawk auch so nennt. Aber die sind nämlich nicht scharf. Ist das dazu da, um irgendwas abzuschaben? Vielleicht kann man da irgendjemandem einen Tipp geben. Letzter Punkt dabei. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Kombination hast, das heißt, du hast ein Tomahawk, das auch was aushält, kann aber auch was günstigeres sein, wie zum Beispiel eine Rinaldi-Axt, um beim Igelten. Und ein kleines Messer, ich habe jetzt hier zum Beispiel natürlich meine Eigenproduktion, das Bush-Backup dabei, aber das könnte ein Victorinox sein, ein Opinel, ein Mora-Messer, all diese Geschichten. Mit den beiden bist du eigentlich da heraus in diesem Wald ganz gut aufgehoben. Es fängt zu regnen an, immer stärker, immer mehr. Und ich werde jetzt aufhören. Schreib mal einen Kommentar, ob du wirklich mal einen Demolition-Test sehen willst, dann mache ich das sehr, sehr gern. Es reizt mich einfach. Wenn du Fragen hast, stell sie. Billige Eigenwerbung gibt natürlich den Link zu all meinen Produkten, zu den 3D-gedruckten Sachen, die wir haben, zu unseren eigenen Messer und auch, wo du dieses Teil hier beziehen kannst. Es hat mich gefreut. Schau, es regnet. So eine Wolkendecke heute hier im Buschkraftareal auf Aldolabadé. Dein René Rossmann und ciao, ciao.